elektromagnetischen Impulsen ohne Schaden an Leib und Seele überstanden werden kann. Bisher wurden solche Sorgen von Handyherstellern und Wissenschaftlern als absurd und lächerlich bezeichnet. Allerhöchstens eine Erwärmung von 0,1% im Umfeld des Ohres sei nach Dauertelefonaten per Handy feststellbar, nicht mehr als der Temperaturanstieg durch eine ordentliche Pudelmütze. Doch jetzt hat eine Studie im Auftrag der EU ganz andere Risiken ermittelt. Der Mensch, befindet er sich gerade im größten Feldversuch aller Zeiten? Dirk Schulze über das sogenannte Reflexprojekt. Deutschland ist Entwicklungsland, zumindest beim Mobilfunk. Umsatz im vergangenen Jahr 25 Milliarden Euro, viel zu wenig im europäischen Vergleich. Die Branche setzt auf Multimedia-Mobilität. Eine EU-geförderte Studie könnte nun den expandierenden Funkverkehr empfindlich stören. Beim sogenannten Reflexprojekt isolierten Wissenschaftler menschliche Bindegewebszellen und setzten sie Strahlen aus einem herkömmlichen Handy aus. Das Resultat überraschte die internationale Forschergemeinschaft. Bereits bei Handystrahlen unterhalb der gängigen Grenzwerte wird das Erbgut geschädigt. Es kommt zu Brüchen in DNA-Strängen. Wir sehen nach Exposition gegenüber Handystrahlen vermehrt solche Mikrokerne. Diese Mikrokerne stellen eine doch viele tausend Gene betreffende Schädigung dar. Wir wissen heute, dass der Ausgangspunkt von Krebserkrankungen immer eine Veränderung des genetischen Materials ist. Und wir schließen, auch das ist allgemein akzeptiert, dass jede Schädigung, die genetisches Material verändern kann, in diesem Falle also Handystrahlung, auch ein Krebsrisiko birgt. Mehrere europäische Labore kamen unabhängig voneinander zu denselben Ergebnissen. Nach Einschätzung der beteiligten Forscher muss jetzt dringend geklärt werden, ob auch im lebenden menschlichen Körper DNA dauerhaft geschädigt werden könnte. Bis dahin raten sie zumindest zur Vorsicht. Wir müssen wissen, ob wir dasselbe, was wir im Reagenzglas nachgewiesen haben, auch bei Mensch und Tier feststellen können. Das ist eine offene Frage. Wenn wir dieses finden, was wir im Reagenzglas gefunden haben, dann sähe es ziemlich trübe aus für diese Technologie. Ohnehin ist der Mensch, genau gesagt sein Kopf, eher ein hinderlicher Faktor beim multimedialen Mobilfunk. Im Messinstitut IMST arbeiten Ingenieure daran, dass nicht allzu viel kostbare Handyenergie im Schädel versickert. Die Überwindung dieser biologischen Kommunikationsbarriere kostet schließlich Akkupower und verkürzt mögliche Gesprächszeiten. Der Kopf hat wesentlichen Einfluss auf die Sende- und Empfangseigenschaften eines Mobiltelefons, weil die Antenne ja direkt nahe dieses Kopfes kommt und er ein verlustbehaftes Medium darstellt. So wird Energie im Kopf absorbiert. Und das versuchen wir hier nachzustellen, indem wir das Telefon an diesem Kopfphantom anbringen und eine Verbindung zwischen dem Telefon und einer anderen Antenne aufbauen und bei verschiedenen Einfallswinkeln die Übertragungseigenschaften messen. Wie viel Energie geht denn eigentlich durch den Kopf verloren? Das ist unterschiedlich von Gerät zu Gerät und auch unterschiedlich über das Frequenzband, die das Telefon benutzt. Das kann bis zu 60-70% sein. Als Beweis für die vermeintlich geringe Strahlenbelastung durch Mobiltelefone veröffentlichen die Hersteller seit Jahren den sogenannten SAR-Wert. SAR steht für die Energiedosis, die der menschliche Körper durch elektromagnetische Strahlung aufnimmt. Zu deren Bestimmung wird in einer Kopfnachbildung anhand der Temperatur die Belastung gemessen. Limit 2 Watt pro Kilogramm. Mobiltelefone liegen unter dieser Grenze, bewirken eine Temperaturerhöhung von maximal 0,1 Grad. Dadurch verursachte Gesundheitsschäden konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Umstritten sind allerdings die nicht-thermischen Effekte der Handystrahlung. An deren Nachweis arbeiten Forscher an der Universitätsklinik im schwedischen Lund. Sie bestrahlten lebende Ratten mit einem handelsüblichen Handy. Bei der Hälfte der Tiere mit verheerenden Folgen. Die normalerweise geschlossene Blut-Hirn-Schranke wurde dadurch geöffnet. Im Versuch sickerten Albumineiweiße aus den Blutgefäßen ins Hirn. Die Energie eines Mobiltelefons wird durch dieses Kabel in die Zelle geleitet. Sie strömt durch die komplette Anlage und wird am anderen Ende völlig absorbiert, um Reflexionen zu vermeiden.
Dadurch wird die Energie komplett von der Ratte aufgenommen. Durch Ablesen der Ein- und Ausgangswerte können wir sehen, wie viel Energie die Ratte aufnimmt. Nach der Bestrahlung wurden die Tiere getötet. Anschließend sezierten die Wissenschaftler das Gehirn. Zum Vergleich sieht man hier eine unbelastete Ratte ohne sichtbare Veränderungen am Hirn. Diese hier dagegen wurde für 2 Stunden bestrahlt. Und das mit einer Intensität, die gerade einmal einem Tausendstel der Energie an der Antenne entspricht. Hier sieht man die Effekte. Um die Gefäße herum an fast jeder Stelle im Hirn bilden sich diese braunen Flecken. Das ist Albumin, das aus den Gefäßen leckt. Sollten die Ergebnisse auf Menschen übertragbar sein, hätte das auch Konsequenzen für das nähere Umfeld der Handynutzer. Die niedrigen Energiewerte, die am besten geeignet sind, die Blut-Hirn-Schranke im Rattenhirn zu öffnen, werden erst in einiger Entfernung von der Antenne aktiv. Wenn Sie hier die Telefonantenne haben, tritt genau 1,80 Meter davon entfernt die Energiedosis auf, die die Blut-Hirn-Schranke der Ratte am ehesten aufweicht. In dieser Entfernung sprechen wir vom passiven Mobiltelefonieren, das unter Umständen auch bei anderen Säugetieren außer der Ratte die Blut-Hirn-Schranke öffnen könnte. Das haben wir allerdings noch nicht getestet, lediglich Ratten. Das Problem der Forschung, sie wird von der Entwicklung im Mobilfunk überrannt. Während Wissenschaftler noch mögliche Gesundheitsgefährdungen durch herkömmliche Handy studieren, setzt die Branche schon voll auf Hightech-Kommunikation via UMTS. Ich fliege zu einem Management-Meeting. Die Risiken von UMTS sind noch nicht bekannt. Doch schon jetzt sprechen Wissenschaftler von einem gigantischen biologischen Feldversuch am lebenden Objekt.